Normalerweise bin ich ganz ruhig. Dann bin ich ganz irre gemacht. Bastian Pastewka, heute früh. Schönen guten Morgen. Hallo, ich freue mich. Hallo zusammen. Noch 10 Sekunden, da wurdest du auch ein bisschen nervös, ne? Ja, ich bin im Grunde gerade hier angekommen. Wurde schon auf diese Couch gesetzt. 10 Sekunden. Hallo, was darf ich für Sie tun? Das ist immer ein bisschen schwierig. Vor wie vielen Minuten hast du noch geschlafen? Vor einer halben Stunde bestimmt noch. Nee, vor einer Stunde. Tatsächlich? Ja. Und so sehe ich auch aus. Das sind nicht meine Augen. Die sind mir künstlich eingesetzt worden von euren Genetikern hier. Du bist ja auch leicht im Stress gewesen. Ja. Ihr seid gerade fertig geworden mit Staffel 6. Ja, wir haben sie gerade abgedreht. Also vor 2 Wochen. Das Material ist noch heiß. Es ist auch noch nicht zusammengeschnitten. Es ist Wahnsinn. Wir sind jetzt gerade fertig. Aber wir haben Exklusivmaterial. Exklusives Material. Exklusives Material. Schauen Sie bitte, liebe Zuschauer. Ja, schrecklich, nicht wahr? Das sind alle Fehler, die ich in dieser Staffel gemacht habe, hintereinander geschnitten. Unser Cutter Jochen Donauer ist ein Künstler und ich mache für ihn immer, wenn ich mich vertue, während ich etwas drehe, dieses Zeichen, dann weiß er, alles, was ich bisher erzählt habe, ist Unsinn. Und er hatte zu viel Zeit, hat auf diese schöne Typewriter-Musik von Leroy Anderson alle Schnitte, die ich jemals gemacht habe, hintereinander gehauen. Es ist große Kunst. Wir hätten es auch fast bei der Dreisat-Kulturzeit gezeigt, aber die wollten es nicht. Ja, aber wir wollten es ganz gerne. Ja, danke schön. Es freut mich. Wir sind auch alle sehr dankbar. Ja. Also danke. Staffel 1 bis 5 gibt es auf DVD? Hier? Richtig. Das sind die Folgen, die noch nicht fertig sind. Das sind die Folgen, die schon fertig sind. So rum. Die Folgen, die schon fertig sind, sind auf dieser Komplettbox drauf. Die gibt es jetzt also alle bisher 48 Folgen. Die Folgen 49 bis 58 kommen dann im Herbst bei Sat.1 irgendwann. Also das sind quasi, das ist das, was zwischen diesen... Das, was gut gegangen ist. Das, was gut gegangen alles, was geklappt hat, dazwischen. Wie war es denn, Mensch, jetzt? Schön. Also wir haben 3 Monate daran gearbeitet. 10 Folgen sind es geworden. 10 Folgen à 22 Minuten. Wir haben wieder tolle Gäste dabei. Also unser komplettes Stammensemble ist dabei. Also meine Freundin, mein Halbbruder, meine Nichte, meine Agentin und so weiter. Alle sind wieder mit dabei. Und wir haben prominente Gäste. Zum ersten Mal Oliver Pocher ist bei uns zum allerersten Mal direkt in der ersten Folge. Roger Willemsen ist noch einmal zurückgekehrt, was mich immer sehr, sehr freut. Er war schon mal bei uns. Dietmar Beer zum allerersten Mal, ARD-Tatort-Kommissar. Weil es gibt eine Folge, wo Bastian tatsächlich vom WDR gefragt wird, ob er nicht Tatort-Kommissar werden möchte. Du hast es geschafft. Ja, ist das nicht toll? Ich meine, Til Schweiger hat es vorgemacht. Wow. Wir hatten die Folge gedreht und dann kam die Meldung, Til Schweiger wird auch Tatortkommissar. Ich habe mich sehr gefreut. Der Nachteil bei unserer Geschichte ist allerdings, dadurch, dass es der Kölner Tatort ist, muss Bastian Kölsch lernen. Und weil er das nicht kann, sucht er Hilfe bei Henning Krautmacher, den wir auch kurz im Einspieler gesehen haben. Mich interessiert ja auch immer die Liebe. Und so und die Folgen und wie sieht's aus? Heiratest du? Ja, also eigentlich müsste man die man müsste die Serie eigentlich nennen, so wie American Pie, jetzt wird geheiratet. Ja. Mit dem Untertitel Pastewka 6, jetzt wird geheiratet. Aber es ist nicht so, dass wir, das darf ich auch gleich verraten, die erste Folge gleich mit einer Hochzeit beginnen. Das wünschen sich wahrscheinlich viele, weil unsere letzte Folge, die man auf dieser DVD noch sehen kann, hieß Der Antrag und sie endete mit einem Heiratsantrag. Aber wir haben uns jetzt nicht gesagt, Mensch, deshalb müssen wir die erste Folge der kommenden 6. Staffel sofort mit einer Hochzeit beginnen. So ist es nun auch wieder nicht. Weil lustiger ist es ja, wenn man einen Antrag macht und daraus folgt nichts. Ah, liebe Zuschauer, wir haben das jetzt alles aufgezeichnet und spielen Ihnen das gleich nochmal in Slow Motion vor, damit Sie es auch alles verstehen. Habe ich zu schnell gesprochen? Entschuldigung, es ist noch zu früh. Bitte schnell. Ich bin total ins Schwitzen. Aber es waren alle wichtigen Informationen drin. Ja, natürlich. Kommentierst du so auch die Fußballspiele, die du dir natürlich alle anschaust? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich stehe davor und eigentlich wünsche ich mir das so, wie bei so einer Konferenzschaltung zu hören. Und er geht weiter darüber, dann schießt er an den Pfosten, das ist ja totaler Wahnsinn. Sowas hätte ich gerne gemacht. Für die Leute, die das können, da habe ich einen großen Respekt. Aber bist du so einer, der da reinquatscht? Nein, eigentlich nicht. Ich bin immer total still. Aber wenn dann mal eine Torchance kommt, sage ich, ja, den hätte er doch machen können. Mein Gott, sowas. Das ist eigentlich das, was Wie siehst du denn unsere Chancen? Ja, also ich tippe ja bei jetzt, was ist es, Deutschland, Italien am Donnerstag, immer so die üblichen 2:1, damit man nicht von umliegenden Freunden mit Steinen beworfen wird. Aber ich glaube, es wird schwer gegen die Italiener. Tatsächlich? Ja, also ich meine, das war ein Wahnsinnsspiel gegen England da vorgestern. Du hast doch irgendwie, ich glaube, ich habe zumindest hier gelesen, ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Fußball. Du musstest dich schon mal beim 1. FC Köln entschuldigen. Was war da los? Auch in einer Pastewka-Folge. Natürlich auch nur in einer Pastewka-Folge. Denn da erzählen wir, dass Bastian im Frühstücksfernsehen auch war und sich ein bisschen schlecht über den 1. FC Köln dort geäußert hat und sich lustig gemacht hat, weshalb ganz Köln plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. In Köln ist es ja so, man muss Fan vom 1. FC Köln sein, obwohl die, wie ich gehört habe, immer weiter absteigen. Ansonsten ist man in dieser Stadt nicht willkommen. Ja, und wir müssen natürlich... Matze. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wer da spielt. Ja, aber ich sage immer Köln, riesig natürlich. Das wird man vom Taxi gar nicht mitgenommen. Ist es zweite Liga? Ja. Na, schade. Ja, es ist immer gut, einen Experten dabei zu haben. An mir lag es nicht, ich hätte Naja, gut. Du hättest ja. So, wir haben, als Deutscher muss man natürlich, oder sollte man Fan auch von Deutschland sein, wenn Deutschland spielt. Wir haben einen aufblasbaren Deutschen und einen aufblasbaren Italiener da. Welchen kommt jetzt hier ins Studio. Nein. Ihr habt einen aufblasbaren Deutschen. Ihr könnt mich gerne aufblasen. Ja, ist noch, wir können dich aufblasen. Magst du italienisch oder deutsch aufgeblasen werden?
Ich traue mich nicht zu antworten, Karin. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Ich sage mal, nicht zu antworten. Ach so, ihr habt eine Puppe da, die muss man jetzt aufblasen. Oh, das wird spannend, liebe Zuschauer. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bleiben Sie dran. Was ist das hier los? Ja, was ist hier los? Gleich. Geh ins Frühstücksfernsehen, da erlebst du was. Schaumküsse in Deutschland-Fraktionsfarben hier. Ja. Wunderbar. Fantastisch. Man sieht, dass wir schon ein paar gegessen haben. Bei mir bläst sich übrigens nichts auf. Das ist meine Natur, das ist mein Naturkörper, der hier drin ist. Mir wurde gerade gesagt, ich sehe bulliger aus als du. Ich habe das Gefühl, du siehst viel bulliger aus. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. In deinem Italien-Look. Sind wir uns einig, dass das... Ach, das ist ein Italien-Ball hier? Du bist der Italien-Ball. Ach, weil Deutschland ist ja, wenn man jetzt so die Bäuche gegeneinander... Richtig. Einfach mit. Ja, aber dir ist ganz wenig Spannung, das spüre ich schon. Das ist wie im wirklichen Leben. Hier ist natürlich. Ihr könnt das Match schon mal austragen, Deutschland gegen Italien. Wir haben hier gerade das Spiel Fingerfootball ausgepackt und werden gleich für dich hier gemeinsam spielen. Ach so, ich dachte so auf Sumo-Ringer-Art. Ja, natürlich. Das finde ich persönlich sehr sexy. Was machen wir? Wir spielen jetzt gleich mit uns selber noch Fußball. Du weißt ja, wie die Sumo-Ringer machen, das ist ja dieses... Ja, natürlich. Vor allem diese berühmten Sumo-Ringer mit dem Negerkuss in der Hand, die machen das sehr, sehr oft. Oder? Würdest du die Bewegung bitte auch machen? Ja, natürlich. Sumo-Ringer. Ist da Platz oder ist der Hund zufällig hier? Ich gehe mal aus dem Weg. Okay, einmal so und einmal so. Aber ich bin da, stört euch alles nicht. Alles klar. Fantastisch. Das wird ein Duell, liebe Zuschauer, vom Allerfeinsten. Ja. Ja. Und jetzt das Horoskop mit Kirsten Hanser. Genau, ich bin wieder übrigens. Wieder, ich auch. Danke an Kirsten Hanser. Aufgeblasenen Italiener gegen die aufgeblasenen Deutschen im Vorspiel des Matches Italien gegen Deutschland am Donnerstag. Richtig. So, ich mache. Wir haben gerne im Frühstücksfernsehen. Bastian, würdest du jetzt bitte hier aufhören? Weiß man nie, was einen erwartet. Nein, würdest du jetzt bitte aufhören, hier einfach hier das alles so sarkastisch zu sehen? Wir müssen uns konzentrieren ich bin und ein auf Ball. Das Fußballspiel. Du Ball. Hier Torwand. Du bist der Italiener. Natürlich. Ja, hast dich schon ein paar Mal fallen lassen? Ich habe einen roten Schuh an einem Finger, ist das richtig? das gehört zu Italien dazu, richtig? Genau. Also, und was muss ich jetzt machen? Ich muss den Ball in dieses Ding da reinschießen? Ja. Okay. Du hast ja von Fußball richtig Ahnung. Ich weiß voll, wie das geht und es ist total einfach, in diesem lustigen Ball auch an den Ball ranzukommen. Komm, und? Ja, genau. Wer holt ihn? Warte, das geht schon. Das ist sehr nett. Ein Lüpfer, ein... Doch, es geht. Das ist sehr nett. Huch! Achtung! Couch beginnt, der Ball aufhört. Du hast aber immer noch die Wand getroffen. Das ist schon nicht schlecht. Bei mir ging gar nichts. Ja, der war im Grunde war es. Es noch 0:0. Doch, der ist im Grunde durch. Materazzi, du. Materazzi? Oh, da ist die Tonne, ja. So. Ja. Ich kann dir auch die Fingerfußball-Geheimwaffe in die Hand geben. Ich meine, vielleicht geht's was da einfach. Ja, wahrscheinlich muss man es damit machen. Oh Gott, ne? Was ist das denn? Gino! Ach, Gino, wo kommt denn der her? Nimm den Grünen bitte. Ja? Sag mal, bei mir vibriert es so ein bisschen am Popo. Ja, wir haben hier dieses Gerät hinter uns, das bläst unseren lustigen Körperball die ganze Zeit auf. Ja. Und deshalb hat man so das Gefühl, dass man so ein bisschen ruckelt die ganze Zeit. Genau. Belinda Carlisle. Oh, baby, do you know that's worth? Oh, heaven is a place. So ist das damals gemacht worden. Das ist ja auch in so einem Ich gehe mal bei dir ein bisschen näher ran. Richtig. Ja? Okay, hier läuft's. Ach, schon wieder leider hinter Schlagzeug. Schade, wir müssen irgendwie aufhören. Irgendwie ist das ein blödes Spiel. Hat so großen Spaß gemacht. Ja. Aber wir können natürlich noch weiter ein bisschen über das Spiel morgen reden. Was ist dein Tipp? Deutschland gegen Italien? 2:1. Für? Deutschland. Ich muss überlegen kurz. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Butter und Joghurt selber machen. Ja, endlich. Ja, mein Thema, das kann ich sehr, sehr gut. Endlich. Butter und Margarine selber machen. Wer hilft uns? Unsere clevere Bettina Doppheide weiß Bescheid, wie es geht. Tschüss.